Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Cyber Sloth 2. Wenn ihr den letzten Part nicht angeguckt habt, was ihr nicht unbedingt gemacht haben müsst, dann habt ihr zwar was verpasst, aber das sind unsere neuen Champion-Level-Digimon. Und ja, ich sag mal so, die sind um einiges stärker als zuvor. Wir sind zwar erst Level 4, wie wir im letzten Part, oder jetzt Level 6, wie wir aufgehört haben, weil wir sie natürlich jetzt auch noch ein bisschen trainieren müssen, aber nicht lange. So etwa bis auf Level 10 oder so, einfach bis es nicht mehr rasch geht, ne? Weil ich habe keinen Bock dann, ge-one-shotted zu werden von diesen Pappenheimern. Und wenn wir schon noch so einen Dude haben, der uns unterstützt, würde ich sagen, yo, machen wir das doch. Und ja, wir haben hier Angriffe des Todes am Start. Es pennt direkt. Dann haben wir hier Dateizerstörer, Chance auf Soforttod. Ja, das ist die neue Attacke von unserem Kurisariman. Und hat auch noch die passive Fähigkeit, dass jeder von ihnen die Chance hat, ein Monster zu 10% sofort zu töten, wenn sie das denn möchten. Und das Ding ist einfach nur nice. Wenn ihr wissen wollt, aus welchem Digimon meine jetzigen Digimon gekommen sind, dann müsst ihr einfach nur die letzte Folge angucken. Zuerst werden etwa so 20 Minuten noch gegrindet, die Digimon. Vor allem das Ding da. Ich kann es euch noch kurz mal zeigen, Freunde. Weil wir sind ja gerade noch hier. Falls ihr den letzten Part eben verpasst habt, könnt ihr hier noch kurz mal eine Auffrischung bekommen. Hier, ich habe es aus Keramon bekommen. Und Keramon ist aus, das müsst ihr wirklich im letzten Part angucken. Und Doromon war das davor. Und aus Strikemon, also Strikemon war vorher Gomamon. Ja, kaum zu glauben, aber war. Und guck mal, was ich danach werden kann. Cyberdramon Level Ultra. Und es hat sogar die Stats schon. Es müsste nur noch Level 28 werden. Na. Nur mal so am Rande des Wahnsinns. Dann haben wir hier noch als kleine Auffrischung auf der Digibank natürlich Lalamon und so, Gotsumon. Das haben wir neu digitiert. Aus Siakamon. Garurumon haben wir aus natürlich Gabumon bekommen. Hagurumon ist nur normal, ne? Muss ich zurückdigitieren, weil ja, Gardromon nichts konnte. Zu nichts digitiert werden konnte, glaube ich. Ja. War soweit so. Leider. Und ja, meine Freunde, was gibt's noch zu sagen? Hier auf der Farminsel haben wir jetzt das 0 plus Ultra. Lobmon. Wurde aus Pakumon digitiert. Sukamon. Aus dem Ding da. Schumon. Glaube ich, noch zu wissen. Aber man kann es aus beiden machen natürlich. Gardromon wurde aus Hagurumon digitiert. Hä? Warum hab ich dann noch Hagurumon? Hä? Ach, stimmt. Muss ich das begreifen? Nö. Ach so, das konnte ich nicht mal. Kein Problem. Ja, das konnte ich nicht mal digitieren. So. Das habe ich natürlich, das ist ja kein Problem, das wissen wir alle, aus Gilmon gemacht. Gardromon Gold, was ich nie gedacht hätte, aus Solarmon.
Und dann habe ich nur noch gesehen, aus Fernbeamern kann man das machen und aus Toy Argomon. Das fand ich sehr interessant. Als Devimon aus Impmon gemacht, natürlich. Auch Wormon könnte zu einem Ice Devimon werden oder Demi Devimon. Aber nö, wir haben es aus unserem guten Impmon gemacht. Kyubimon. Natürlich aus Renemon. Dann Lekismon, was aussieht wie Lucario. Auch aus Renemon, aber man könnte es auch aus Lunamon machen. Na? Das Ding war es mega one-shotted, warum auch immer. Es ist immerhin auf dem Rookie-Level. Naja. Ich glaube, jetzt habe ich euch alle gezeigt, ne? Nee, das habe ich noch nicht gezeigt. Tankmon. Ach ja, ich kann es euch auch so zeigen. Na. Aber da muss ich halt noch ein wenig ausholen hier. Das Ding habe ich Sanklopmon aus Dracemon gemacht. Dass dieses Ding man bereits entdeckt, das ist mir auch klar. Fertigkeit erhöht die Absorption TP-Menge um 25%. Ist ultra nice. Kann ich leider nicht mehr ins Team nehmen. Ich habe schon Gruppenspeicher auf 20. Wenn ich es mal erhöhen kann, dann gerne. Aber jetzt momentan halt nicht. Ja. Gucken wir uns das so an. Sieht ultra nice aus. Lopmon hier auch. Ist halt noch auf dem Rookie-Level. Das Ding ist ein wenig hässlich. Kann aber später hier zum Herren-Digimon werden oder zu Etemon. Gardromon sieht so aus. Gardromon Gold sieht so aus. Das normale sieht so aus, wie gesagt. Und Ice Devimon. Sehr nices Ding. Leider braucht es zu viel Speicher, wie auch Kyubimon. Auch das liebe ich, das Ding. Und eben Lekismon. Das sieht so geil aus. Auch wie ein Ultra Saiyajin, kann man schon fast sagen. Und ist von Datei Wasser. Und so ist Typus Datei und ist Attribut Wasser so rum. Und hier, was können wir hier noch so zeigen? Nanimon habe ich mir separat mal geskillt aus Chumon. Dass man Goblimon machen kann, wusste ich jetzt auch nicht. Das sieht so aus, das Ding Koalmon. Nicht schlecht, ne? Ja, und das war's dann schon. Das ist Typus, es hat keinen Typus und ist von Typ Dunkelheit. Ist von Typ Serum, also ist vom Attribut Normal, Serum, Attribut Normal. Eigentlich müsste ich eins von beiden rausnehmen, weil beides sind von Typ Serum. Aber irgendwie, nee, ich kann mich für keins von beiden entscheiden, was ich rausnehmen möchte. Leider nicht. Tut mir leid an die Leute, die gerne, ja, Abwechslung hätten, so, das sind meine coolsten Digimon. Und, ne. Davon wird nichts weggegeben. So, kommt jetzt, ich möchte noch auf 10 kommen, bitte. Oder so. Immerhin habe ich alle, also mit Leveln gewartet, dass alle ungefähr auf demselben Stand sind am Ende. So. Ja, das dachte ich mir, genau deswegen. Genau deswegen habe ich ja Strike Dramon im Team, weil einfach mal die Chancen auf Combos erhöht wurden. Zwar nur um 10%, aber wenn die mal getroffen sind, ihr habt gerade gesehen, was sowas passiert, ne? Ihr müsst mit einem normalen Angriff angreifen und ihr greift einfach mal viermal oder so an. Und schon mal dreimal obligatorisch, um eben die Anzahl so wegzumachen. Und es sieht auch so äußerst geil aus. Du bist auch ein Mono. Ich sagte schon im letzten Part, nicht immer Angriff senken oder Angriff stärken von uns, ne? Also, vom Gegner senken von uns stärken. Das ist ein bisschen scheiße.
So. Ich glaube, das reicht, würde ich sagen. Wir gucken uns mal hier um. Okay. Habe ich doch. お待たせ。お、いたいた。スチームリーマンってのはあいつらだぜ。どうやってここのURLをさ、外部の人間でここを知っているやつは。 貴様、他人の呼吸に合わせることができるとは。てめえがここのチームの頭か。面倒は避けようぜ。俺たちは情報が欲しいだけだ。メフィストさんについて知っていることを教えろ。てめえらそいつと商売してんだろ。どこで。 今のはリュウジの鎌掛けだよ。まんまと引っかかったな。呼吸が乱れてるぜ。答える義理はない。お前らの汚染された息の根を俺たちとのバトルでな。あいにく俺たちも手ぶらで帰る気はねえよ。さて始めるぜ。ここからは Ich wollte noch. Ich wollte noch beenden, Mann. Also, ich wollte noch mein Training beenden, ne? Was ist denn das für ein Kampf, ey? Wird mir das noch erklärt? Dominanzgrundregeln. Dominanzkämpfe sind Kämpfe zwischen Hackern im Cyberspace. Jeder Hacker kann Punkte gewinnen, indem er die Kontrolle über Hackerbereiche übernimmt. Sieger ist der erste Hacker mit einer bestimmten Punktzahl. Bei ihrer. Was? Jeder Hacker bewegt sich entsprechend der Zeitleiste rechts. Bei ihrem Zug können sich Hacker zwei Felder bewegen. Bei einem höher gelegenen Feld können sie sich nur ein Feld bewegen. Aha. Interessant. Okay, ich beame mich mal. Aha. Ein bisschen wie Schach, oder wie? Das Betreten von beiden besetzten Feldern führt zum Kampf. Bei Kämpfen hat der Eindringling der ersten Zug und den Vorteil. Bist du siegreich, übernimmst du das umkämpfende Feld und vertreibst den Feind den Hacker. Okay, interessant. Was? Das ist ja ziemlich nervig. Oh, jetzt darf ich seine Digimon steuern. Ist ja geil. Kralle der Vernichtung. Ja, Heiligsblade. 99 Schaden, okay. Grüner Flammenarten.
Ziemlich zerlegt, würde ich sagen. Da will einer kämpfen, ne? Ich dachte nicht, dass es solche Luschen sind. Okay. Okay. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Soll ich die einfach in die nächste Umlaufbahn knallen? Oh, hat's nicht ausgereicht, mein Freund. Oh, tut mir aber leid. So, jetzt greife ich dich mal an. So viel zu den Punkten. Jetzt mal gucken, was der so für Digimon besitzt. Was sind das für... Ah, das sind unsere. Okay. Sayakamon, Ankylomon und Unimon. Okay. Los, Ankylomon! Strahlender Laser! Jetzt, wenn der noch eine allgemeine... Ja. Gegen Gotsumon ist sehr effektiv. Ja. Niedlicher Schaden. Ja, du bist auch ein Vollidiot. Ich mache jetzt den kaputt. Hat ja nicht mehr mal mehr viel Leben, deswegen einfach so angreifen und tot. Das war schnell und sauber beendet. So, 30, wir sind vorbei. Sieg. Cyberspace Duelle sind einfach, würde ich mal so sagen. Und ich bin Level 11. Und auch alles ist wieder normal. Sehr schön. いや、マジで。邪魔はその辺にしとけ。そうそう。今のうちに素直に喋っといた方がいいぜ。でないとは、そこにいるうちの新人が大暴れしちまうかもしれないからさ。こいつこんな顔してるけど、切れると怖いんだぜ。なんせこの間もよそのチーム相手に大立ち回りして、 相手の服をして、その上からピョツ込んで、にまでしちまったんだからな。そんなちんちくむがいそうな顔しておいて。ハッタリだよ、ハッタリ。こういう奴らにはこういうハッタリが一番効くの。 いいからお前はそこで貫禄ある顔しとけって。
ま、ちゃっちゃと教えてちょうだいよ。ついでにその変な喋り方もなしな。巻きで頼むわ、巻きで。いや、ごめん。勝者に従うのもまた発火。指定の掲示板にこちらから合図を送る。そうすれば取引場所を向こう。やつを呼び出せ。今すぐだ。わかった。これから直近の取引があるんだ。取引場所に行きゃ、やつに会えるさ。一丁上がりってな。いよいよ元締めとご対面だ。千歳、後始末は頼む。オラーイ、気をつけろよ。やっこさんはやり手だぜ。あいつは残ってスチームリーマンと交渉だ。有益な情報をもらった対価には別の情報かマルウェアで恩を返す。俺たちはいろんなチームから依頼を受ける。昨日の敵が今日の依頼人になることもある。仕事のたびに恨みを買ってちゃキリがねえ。こういう手段で敵を減らしておくのも一つのや。千歳はこの手のケアがうまい。いろんなチームに情報提供者がいるのもそれが理由だ。それならなぜわざわざ戦うのかって？簡単な話だ。わかりやすいからだ。お互いの立場をはっきりさせるのにな。エデンのハッカーってのは理屈じゃねえんだよ。Das war jetzt nicht mein Plan. Der Deal mit dem Drahtzieher findet auf Ebene 2 von Colon statt. Ich mache mich fertig und gehe hin. Nein. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal was gesagt, auch wenn es komplett falsch ist. Nö! Ernst gerade? Ja gut, Freunde. Ich mach dann das Hacker-Zeug offscreen nochmal. Ah, ist das nervig. Ist das nervig, ey. Ich hab noch so viel Zeug rumliegen gehabt und so und wir sind einfach... Ach Gottchen. Ich bin vielleicht noch jung, aber eben die Jungen... Nee, ja, komm. Beim Ding... Ja, genau. Jetzt ist Clockmon auch noch anvisiert worden. Aha. Zahnangriff. Was? Au. Hinterhaltspresse. Geht doch. Dateizerstörer. Zu 20% kann uns jetzt zerstören, glaube ich. Weil es deckt ja, denke ich mal. Geblockt. Dann noch. Was? Das hast du überlebt? Na gut, immerhin. Es gibt saftig Leben. Interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Windkralle. Das gibt saftig Level und so. Ja. Wusste ich's doch. Tolles Fleisch. Okay, interessant. Gehen wir rüber.
Diesmal wissen wir ja, auf was es ankommt, dann ist es alles kein Problem. Oh Gott, im Himmel und Balthasar. Und tschüss. Ich dachte, es sei ein Komboangriff. Und nicht nur immer einer. So. Wiederbelebungskapsel ist sehr gut. Und auch wenn es jetzt den Braten nicht wirklich fett gemacht hat, ich sag jetzt mal so, haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Jetzt kann ich wenigstens durchdrücken, das ist auch schon mal was Neues. Oder Besseres. Ich hasse sowas, wenn man einfach rausgetriggert wird hier. Komm, wir machen noch ein Level up. Komm. Bitte. Dann haben wir es vielleicht noch ein Ticken einfacher. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass hier keine Digimon mehr kommen, ne? Hallo? Sind die Digimon heute außer Haus wieder? Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt brauche ich sowieso mindestens zwei Kämpfe, dass ich auf Level 10 komme. So, durchskippen. So. Aber es war eine coole, lustige Aktion da mit dem Piep-Piep. Oh Mann. Sie hätten es ruhig aussprechen können, aber ich weiß, es ist halt ein Kindergame. Dürfen die nicht. Die haben einfach fast mal alles, was man braucht. Ah, jetzt haben sie weniger als vorhin, ne? Ja, komm, vielleicht sind sie so dreist und gehen direkt auf mich los. Ja. Und auch hier. Und auch hier. Direkt nach vorne. Bashen. Und die eliminieren. Ja, ist kein Problem. Wir beerdigen die gleich in ihre Einzelteile. Wir werden direkt strong angreifen und zwar... Oh, heißt es, dass es negiert wird? Oder ob es neutral ist, das sehen wir gleich. Naja. Ja,
Immerhin eins ist weg. Niedlich. Niedlich. Dann geht's jetzt rüber zu ihm hier. Oh Gott, nee, oder? Gewaltiges Erdbeben, bitte. Wollte gerade sagen. Wir gehen jetzt mit dem auf das Ding da. Dann mit dem auf das Ding da. Aber das ist nicht wirklich effektiv. Oder doch? Oder wir sind einfach zu stark. Wir machen jetzt ihn auch noch platt. Ja klar, das hat er jetzt noch überlebt, ne? Musste ja sein. Na bitte. Machen wir gleich so. Und der Kometenhammer sollte auch bei dem reichen. Wenn ich jetzt den anderen Kampf noch gewinne, dann ist es auch hier vorbei. Ja. Und das war's. Zweimal machen müssen den Schrott. So. Zum Glück sind meine Teamverbünden nicht allzu schwach. Kann man das irgendwie skippen? あいつは残ってスチームリーム有益な情報も俺たちはいろんな仕事の旅千歳は
それ簡単な。わかりやすい。エデンのハッカー。Schön für euch, wir müssen jetzt weiter. So. In Colon 2. Ah, okay. Das machen wir jetzt noch als Entschädigung, würde ich sagen. Weil wir das nochmal machen mussten, den ganzen Schrott. Wir speichern. Nee! Ja, gut, nee. Ich lade dafür einen zweiten Part hoch. Ich bin Mongo. Ich darf jetzt alles nochmal machen. Wunderbar, Wunderbärchen. Alles Klärchen. Ich drücke einfach auf Start. Nee, also. Das ist sowas von behindert, dass wenn man auf Option drückt, dass man. Ich bin doch gewohnt, dass man auf Option auf Start drückt und dann speichern kann. Ja, ist ganz geil. Nochmal den ganzen Schrott. Alle guten Dinge sind drei, aber ohne euch diesmal. Tut mir leid für den ganzen Schrott. Oh Gott, den Ultrafeld des Jahrhunderts ist mir heute passiert. Och Mann, das gibt's auch nur bei mir, Freunde. Tölö.